Das erste große 100,5 Benefiz-Schwimmen am 21. März in Aachen und Übach-Palenberg. Hallo ins 100,5 Revier, hier ist der Otti live aus Aachen, aus der Ulla Klinger, hallo. Und das ist 100,5, das Hitradio beim 100,5 Benefiz-Schwimmen und ich melde mich natürlich jetzt wieder hier aus dem Übach, den Übach-Palenberg. Vor allem, weil ich jetzt nach einer halben Stunde schon so ein bisschen aus der Puste bin, muss ich sagen. Aber ich kämpfe natürlich weiter. Wir machen natürlich hier ordentlich die Bahnen voll. Hallo, ich bin Annabelle. Ich studiere Umweltingenieurswissenschaften und es läuft gut. Ich habe schon 28 Bahnen geschwommen. Mein Name ist Marco Kehren und ich habe jetzt 30 Bahnen absolviert. Und ich denke mal, 50, 60 Bahnen sind noch drin. Ich bin Anja. Ich habe vergessen zu zählen, aber ich hoffe ganz viele. Ja, ich denke beim Schwimmen mal über andere Sachen nach und dann zähle ich die Bahnen nicht mit. Hallo, ich bin die Emily und ich bin 8 Jahre alt und ich bin jetzt 8 Runden geschwommen. Aktueller Stand in dieser Stunde, 37.910 Bahnen, die geschwommen wurden. Und Achtung, schon wieder ein Badeschlappen, hier geht's richtig rund im Nichtschwimmerbecken. Dominik, Achtung, du musst dich auch ducken. Ja, ganz genau. Also wir fliegen nicht nur Badeschlappen, sondern auch viele, viele Bälle, denn wir spielen das 100,5 Wasserballturnier, nicht wahr? Ja! Und der Gewinner, ja natürlich. Will noch einer die Mama grüßen? Hallo Mama! Hallo Mama! Ganz genau. Schöne Körperhaltung und auch eine gute Eintauchphase. So ein kleines Highlight auch für die Zuschauer. Seit 16 Uhr finden hier in der Ulla-Klinger-Halle in Aachen die Turmsprungvorführungen des SV Neptun statt. Mein lieber Mann, also ich bin ganz schön aufgeregt. Also mir ist spontan der Schweiß ausgebrochen. Ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen hier am Klima in der Halle und an den ganzen fleißigen Schwimmern. Wirst du dich gleich mit oder ohne Kuh auch noch in die Fluten werfen? Ich denke schwer darüber nach, sobald der 3-Meter-Turm freigegeben ist. Also drunter mache ich es nicht. Einer, der sich das Ganze natürlich nicht entgehen lassen wollte und ordentlich auch mitgeschwommen ist, Lob, Lob, ist Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp. Ich grüße Sie. Hallo, bin wieder einigermaßen bei Puste. Beim 100,5 Benefiz-Schwimmen, da gehen auch Bürgermeister baden. Ich begrüße ganz herzlich Übach-Palenbergs Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch. Also ich habe wirklich schon viel gemacht, aber im Becken, da habe ich noch kein Interview gegeben, das ist einfach toll. Wow, ganz toll. 1000 Euro für herzkranke Kinder in 100,5 Revier. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, Norm. So viele Leute sind ja engagiert, um hier wirklich Geld reinzuholen und ich bin absolut begeistert. Aber das ist halt Übach-Palenberg, das ist meine Wahlheimat und ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich bin total begeistert, wie viele Menschen sich diesem Aufruf angeschlossen haben. Das ist absolut gigantisch. Wir sind vom JJC Samurai Settrich hier mit unserem Verein, mit den ganzen Kindern für den guten Zweck. Ja, mir gefällt es total super, macht auch Spaß und man schafft im Endeffekt doch mehr, als man eigentlich gedacht hat. Das bedeutet für die herzkranken Kinder, dass es wieder ein ganzes Stück vorangehen kann. Danke an alle, die mitgeschwommen sind. Ja, einfach nur danke. Erste große 100,5 Benefiz-Schwimmen zugunsten des Vereins Herzkrankes Kind Aachen.